Dremiloquerzöcke-Gemeinde und willkommen zu RimWorld, einem Sci-Fi-Kolonie-Simulations-Geschichtengenerator-Spiel. Ewig lange Bezeichnung. In dem es eigentlich einfach darum geht, dass wir eine Kolonie aufziehen und dann irgendwann Game Over gehen. Das Ziel ist hierbei nicht wirklich zu gewinnen, sondern das Ziel ist es, möglichst lange zu überleben. Gut, kommen wir zum grundlegenden Inhalt. Wir haben ein Tutorial, wir haben ein neues Spiel, wir haben Spielladen, wir haben Optionen, wo wir nicht unbedingt viele Einstellungsmöglichkeiten haben. Ein bisschen Auflösung können wir kurbeln. Warum haben wir keine 25 mal... Was ist das? Ja, egal. 25 mal 14 müsste es sein. Warum ist das nicht? Na egal. Aber wie wir schon sehen, viel mehr kann man hier nicht wirklich machen. Also jetzt grafisch kann man nicht unbedingt viel einstellen, so meine ich. Maximale Anzahl von Kolonien. Okay. Natürlich teilweise mal hoch. Warum ist das noch zwei? Warum? Ja, man sieht schon, so viel dazu. Aktuelle Uhrzeit wird angezeigt, hier Namen, bla pipapo. Gut, das war's dann auch schon, dann hat es einen Mod-Support. Und wir sehen hier auch, wir haben schon ein paar Mods drin. Und dann ein Character Editor. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn man nicht nur mit random generierten Charakteren irgendwie romantieren will. Rim hat. Das ist auch irgendwie, das macht das ganze hat so ein bisschen übersichtlicher, bringt ein paar mehr Informationen rein. Was halt einfach nützlich ist. Hier, Draconian Race. Ja, die sind so ein bisschen just for fun. Ansonsten Deep Storage Plus. Klassisch ein bisschen mehr Lagerraumkapazität pro Dingsterbums. Und so weiter. Also es gibt da wirklich ein paar, vor allem die auch eine deutsche Übersetzung haben, die relativ einschneidend sind. Die wirklich auch zu empfehlen wären, sich die zu holen. Das hat Prison, Gefängnis, Gameplay, Deep Storage, der Character Editor. That the new wonder will arrive within a certain amount of time. Achso. Also erzwungener Wachstum. Also, ja. Irgendwo soll es auch noch Mods geben, mit denen man Kinder kriegen kann. Also es gibt in dem Spiel Sex, nur es passiert nichts. Und es gibt offenbar Mods, die das ändern, so dass man hier auch wirklich nicht nur darauf warten muss, dass man durch irgendwelche externen Ereignisse Zuwachs kriegt, sondern man wirklich auch durch natürliche Vermehrung seine Kolonie vergrößern kann. Ah. Ich hoffe, das war möglichst schön formuliert. Ja, dann haben wir hier verschiedene Spielstarts. Den hier ignorieren wir, weil der ist von der Mod. Hier haben wir 3 von 8 Leuten, die wir auswählen können. Also wir haben einen Pool von 8 Überlebenden. Und davon können wir uns 3 aussuchen und mit denen können wir dann spielen. Hier haben wir Startressourcen. Hier haben wir 5 Leute, aber weniger Ressourcen. Je mehr Leute wir haben, desto mehr Futter wird natürlich gebraucht. Das heißt, mehr Leute, vor allem am Anfang, heißt nicht unbedingt, dass es einfacher ist. Bedenkt das vor allem, wenn ihr den Szenario-Editor benutzt. Dann haben wir hier nur eine Person, was an sich relativ schwierig wäre dann wiederum, weil der jetzt nicht unbedingt schnell vorankommt. Allerdings hat er schon Impulsgewehr.
hat 40 Überlebensration, hat Silber. Das ist genug Silber in der Regel, um, wenn eine Karawane kommt, sich einen Sklaven zu kaufen, beziehungsweise Sklaven freizukaufen. Der dann für die eigene Kolonie arbeitet. Nackte Brutalität, die haben einfach eine Person mit nichts für die Ganzarten. Dann haben wir hier die Schwierigkeitseinstellung. Wir haben zuerst den Geschichtenerzähler, der die Geschichte quasi vorgibt, der die Ereignisse erzeugt. Dann haben wir hier Mittelmaß, die Spannung und Schwierigkeitsklassisch ansteigt, also neutral. Dann haben wir hier Easy Going Way. Also die gibt sehr viel Zeit zwischen den Katastrophen und so weiter. Und dann haben wir hier noch den Durchgeknallten, den Psycho, der einfach random irgendwas macht. Dann können wir hier noch wirklich einen Schwierigkeitsgrad einstellen, friedlich. Hier ist kaum Angriffe, hier sind zwischendurch mal Angriffe und dann wird es immer mehr. Dann haben wir hier, ob wir Spielspeichern und Laden erlauben oder nicht. Und dann haben wir noch Benutzer definiert. Hier können wir die alles mögliche jetzt selbst einstellen. Ernteertrag, Gesteinsabbauertrag, Spawnrate von Insekten, Friendly Fire und. Da können wir wirklich nach unseren Bedürfnissen einstellen. Dann haben wir die Welt, den Seed. Da können wir theoretisch, wenn wir es uns geben wollen, hier immer denselben suchen. Dann haben wir eigentlich immer dieselbe Welt. Wir haben die planetare Abdeckung von bewohnbarer Erdmasse von 30%, 50% oder 100%. Ich nehme jetzt mal 50%, weil 100 braucht etwas länger zu laden. Dann haben wir Niederschlagsrate, die wir einstellen können. Temperatur, also die grundsätzliche Temperatur des Planeten eigentlich und wie bevölkert der Planet ist. Dann generieren wir das Ganze. Dann sehen wir hier, wir haben offiziellen Inhalt, Kernspiel und Royalty nicht installiert. Das wäre eine Mod tatsächlich. Was die genau einfügt, weiß ich nicht. Mod, DLC meine ich. Was das DLC noch mit einbringt, weiß ich gerade gar nicht. Hab ich mich nicht mit beschäftigt. Dann haben wir unten noch die Modliste nochmal gesehen, welche Mods mitgeladen werden. Und dann hätten wir hier den Planeten. Ich habe auf 50% gestellt, das heißt, wir haben 50% bewohnbar. Mit Eisdecke, Tundra, dann geht es hier zum Äquator, hier wird es wärmer, dann wird es wieder kühler. Jetzt haben wir hier ein paar Informationen. Ich glaube, das kommt auch vom HUD-Mod. Bin aber unsicher. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die alles einfügt. Dann haben wir hier sowas hier. Das sind bestehende Siedlungen. Die können hier auch gucken. Es gibt ein paar feindliche, es gibt ein paar neutrale, aber keine befreundeten. Die Siedlungen mögen es nicht, wenn man zu nah bei denen siedelt. Deswegen immer ein bisschen Abstand von anderen Siedlungen haben. 1, 2, 3, 4. Ja. Probieren wir es mal hier. Oder hier? Hier sieht doch gut aus. Dann können wir uns so ein Sechseck aussuchen. Irgendwo, irgendeins random. Können hier noch ein paar erweiterte Einstellungen machen. Dass die Größen, die Kartengrößen, also die Größen der Spielkarten. So. Suchen uns so ein Ding aus. Klicken weiter. Dann haben wir den Charaktereditor. Aber ich sehe gerade, ich habe hier, nehmen wir das Originale, so, jetzt nehmen wir nur 30%. Geht schneller. Je weniger laden muss, desto schneller geht es natürlich. So, dabei hatte ich jetzt gerade so ein schönes Gebiet. Komm schon. Oh. Ah, Mist, zu nah hier dran. Müssen die hier sein? Da. Hier, das sieht doch gut aus. So. Also. Ja, so. Gut. Hier haben wir jetzt die 8 Leute und hiervon können wir uns 3 aussuchen. Die haben alle ihre Werte, ihre Stats, Gesundheitsschädigungen. Und hier können wir uns wirklich die aussuchen, die für uns am interessantesten sind. Der hier hat zum Beispiel sehr, sehr gute Werte. Allgemein hat viele Dinge, wo er schnell lernt. Eine Flamme, 2 Flammen. Heißt Ehrgeiz, wie schnell er lernt. Also das hier, wenn er das tut, lernt das nur 35%, hier 100%, hier 150%. Ja.
Daneben die Mod Charakter Editor. Da könnten wir hier wirklich effektiv die Charaktere selbst verändern, die Werte eingeben. Wir können vorgeben, was in der Kapsel drin stecken soll. Das heißt, die Startressourcen können wir hiermit ändern. Wir können das Aussehen ändern. Wir können auch Presets machen. Zap! Wir können hier Gesundheitsgedönse einfügen, zum Beispiel Alkoholsucht. Wir können hier Soziales eingeben. Wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, hier, hatte Sex, dann können wir hier Kolonist eingeben und irgendeinen der 8 Kolonisten, mit dem gab es mal Sex irgendwann. Das wird dann hier auch irgendwo vermerkt. Da. Und ja. Wenn wir damit fertig sind, können wir starten drücken und dann startet das Spiel. Und einfach auch eben, weil wir das hier alles Mögliche selbst machen können, auch Presets. Wir können jedes Spiel mit denselben Charakteren spielen oder zumindest anfangen. Wir können totale OP-Charaktere erzeugen. Also hier alles auf Maximum theoretisch. Das wäre allerdings relativ langweilig. Wir können denen hier Merkmale geben, also ein Hintergrund, Merkmale, Kurzschläfer, blutdrünstig, also eine Villa, das gibt alles irgendwelche Bonis und Malis, also zum Beispiel mein Charakter, der kann kein Träger sein. Verweigert einfache Arbeit, also das Tragen von Zeugs, das verweigert er. Er nimmt zwar Holz, wenn er es braucht zu bauen, aber er sammelt kein Holz, um es ins Lager zu stopfen. Wegen... deaktivierte Fähigkeiten, geistige Arbeit, apokalyptische Jugend. Wegen irgendeinem davon müsste das sein. Ja, hier, wegen dem Zerstörergeneral. Hat den Rang eines Zerstörergenerals inne, der eine mächtige Streitmacht auf einer Mitwelt kommandierte. Er war ein Meister im Umgang mit Waffen und ein guter Schiffspilot. Erhöht Fernkampf, Nahkampf, Kunst und Sozial, aber eben Träger ist deaktiviert und reinigen auch. Also ich kann auch nicht putzen. Ja. Allein, damit man sich wirklich sowas erstellen kann, würde ich diese Mod empfehlen. Gut. Kommen wir damit dann zum zweiten Video, wo wir dann das Gameplay sehen werden. Damit verabschiede ich mich von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dann und möge die Modderei mit euch sein.